So, hallo liebe Leute, ihr seht, hier ist wieder mal eine braune Matte und in der Mitte folgt ein Strich. Das bedeutet, es ist wieder Zeit für ein Update. Aber in diesem Update gibt es ein Spezial. Es ist das Spezial über den deutschen Film. Und ja, bevor der deutsche Film richtig aufblühte, war auch der deutsche Film ziemlich braun wegen den Nazis. Aber dann kamen andere nach Hitler und dann kamen die richtig guten Sachen. Wie zum Beispiel, was ist das? Das ist meine Werner Herzog Kollektion, genau. Ja, oder zumindest die deutsch sind, ne? Zum Beispiel hier Agere, der Zorn Gottes. Ein Film mit Klaus Kinski, der viele Filme mit Werner Herzog gedreht hat. Und in diesem Film, da geht es darum, dass er so ein kleiner Lord ist. Nicht so wie der kleine Lord, sondern anders. Und er ist unzufrieden mit seinem Leben in Spanien. Deshalb geht er in den Dschungel mit ein paar Freunden. Und zusammen entdecken sie El Dorado. Was ich aber nicht ahne, ist, dass da ein großer Maya-Tempel lauert und in diesen sind Aliens. Ja, und diese Aliens greifen die Jungs an und einer nach dem anderen stirbt. Nur am Ende bleibt Klaus Kinski übrig als Agirre und stellt sich den Kampf. Opfert sich aber selbst noch und wird selbst zum Alien und zum Herrscher der Welt oder so. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, das ist so eine Art Prometheus. Bevor Prometheus jetzt verfilmt, wo jetzt ins Kino kommt, hat Klaus Kinski und Werner Herzog, die haben das davor schon gemacht, so. Und spielt halt ein bisschen früher und auf der Erde komplett. Aber es ist so ziemlich gleich. Und das Design der Aliens ist richtig top. Und das ist ja noch der Clou, ne? Die Aliens, ich weiß nicht, das ist ja Spoiler, also würde ich mal vorspulen an eurer Stelle. Die Aliens, das sind wirklich Gesandte Gottes. Dieser Film ist sehr wichtig für die Menschheit. Genauso wie der nächste von Werner Herzog und Klaus Kinski. Wojciech. Das ist eine Romanverfilmung. Basiert auf dem Buch Der flambierte Mann. Oder wie er hieß? Ne, die flambierte Frau, Entschuldigung. Es geht darum, er ist ein kleiner Fähnrich. Und er liegt im Militärdienst. Und ja, während das so geschieht, wird er im Zweiten Weltkrieg eingesetzt und freundet sich mit einem polnischen Mann an, der ein Ladengeschäft führt. Und den findet er so gut, dass er sich dann nach einer Zeit weigert, Militärdienst durchzuführen und andere Polen zu vertreiben oder zu erschießen. Und seine Frau, die ist auch noch so eine Nazi-Sympathisantin. Und die erschlägt er dann, glaube ich. Das ist so ein, ja, der dringt da richtig mit sich, was er tun soll und was nicht, um diesen armen Mann zu helfen, von dem er am Ende herausfindet, dass es sein Vater ist. Eine wahre Tragödie. Und da gibt es auch ein Remake mit Bruce Willis. Meine, sieht man ja. Film ist auch sehr gut. Ist von Werner Herzog wieder mal. Nächster Film, auch wieder mit Klaus Kinski und von Werner Herzog, ist Nosferatu. Da geht's darum, das ist so eine Art Fortsetzung von diesem Alien-Film, von dem ich gerade erzählt habe. Nur, ja, also hat ein bisschen mehr mit Vampirismus zu tun. Also ist so, ja, gibt ja auch andere Vampirfilme, die im Weltall spielen, ne? Ich denke mal an Ghost of Mars oder so, ne? Und der hier, das war so ein kleiner Vorreiter für diese Genre. Ja, also worum geht's eigentlich? Also Bruno Ganz spielt damit, der spielt ja den Hitler, ne? Da kommen wir wieder hierauf zurück, ne? Also, es geht darum, dass sie hier auf ihren Mann wartet. Das ist der Schimmelreiter, heißt der manchmal im Dorf. Und er ist nämlich auf der Suche nach einem bestimmten Goldschatz. Irgendwo in Transsilvanien, glaube ich. Und eines Tages kommt er in einer Höhle unter, wo er Essen vermutet. Oder wo er Essen gesehen hat, glaube ich mal. Eher so ein Kuchen, ne? Und er ahnt nichts Böses, denn da drinne
In der Höhle lauert dieses Alien, das sich als Graf, wo steht das? Dracula entpuppt. Ja, Dracula kennt man ja, aber das ist so eine neue Geschichte, so. Ein bisschen wie Twilight, weil sie verliebt sich dann nämlich in ihn hier. Weil er geht, greift ihn an, packt ihn in den Sarg und nimmt dessen Identität an. So, und dann erkennt sie ihn, aber er sieht dann so aus, aber sie denkt, das ist er. Also das ist ein kleiner, ja, also da wird gar nicht nachgefragt, warum sie ihn trotzdem so als den erkennt. Also das ist so ein kleiner, ja, ein Plotloch, sagt man dazu. Aber das ist ja bei vielen Filmen manchmal so. Und seitdem, weiß nicht, das schmälert das Vergnügen ein bisschen. Aber, naja, es ist halt ein Liebesfilm. Ein bisschen Kitsch muss sein. Ah, ist einer der, ja, ist aber trotzdem ein, so eine Art Blockbuster. So einer ist der, ja, so ein Werner Herzog-Film, der nicht so verkauft ist. Aber, ja. Wer gerne mal mit seinen Mädels einen schönen Liebesfilm gucken will, der ist damit besser beraten als mit Zwicklick. So, nächster Film von den beiden, Cobra Verde. Yeah, das ist so eine Art Vorgängerfilm. Ihr werdet schon erahnt haben von dem Film Cobra Force. Nein, ich meine natürlich die City Cobra, oder? Nee, beide. Ja, die basieren da auf den Stoff. Es gibt nämlich mal so, es gab nämlich so ein Buch, das hieß Cobra. Und in dem Buch ging es darum, um so einen Typen, der einfach das Gesetz in die eigene Hand nimmt und dann in ein Land geht und alle umbringt. Einfach die gegen das Gesetz verstoßen. So hat Selbstjustiz. Ne? Und der wird dann immer irgendwann wahnsinnig im Kampf gegen das Böse. Wie er hier. Und in diesem Fall geht er in das Land Afrika, wo er einfach gegen die Vorhautbeschneidung da richtig sich einsetzt. Und ein absolutes Massaker veranstaltet unter den Bösewichten. Und er hat auch da Hilfe von den Eingeborenen, die das, na, eigentlich kleiner Bieder sind, ne? Weil die machen es ja eigentlich auch. Aber ja, die anderen sind böser, weil es sind Weiße, glaube ich, ja. Und deshalb ist es auch so ein kleiner Film gegen den Rassismus. Finde ich gut. Also, schön gemachter Film. Wahrscheinlich einer der besten von den beiden. Genauso wie der hier. Mein liebster Feind. Da habe ich ja, glaube ich, schon mal vorgestellt. Das ist so eine Dokumentation über Klaus Kinski und Werner Herzog, wie die zusammen ihre Superfilme gemacht haben. Wie gesagt, sehr viele Alien-Filme, deshalb auch sehr viele Alien-Ausschnitte und dann auch so Berichte, wie das Make-up dafür gemacht wurde oder die Prosthetics und all diese Creatures da. Das ist ein bisschen gorig ist es schon, aber als ein Doku ist es nur ab 12. Also kann ich schon empfehlen. Und der Kinski, der ist halt wieder mal richtig am Abdampfen, ne? Der haut so richtig auf die Kacke und schreit alle an. Ja, obwohl es die anspruchsvollsten Filme seiner Karriere waren, ne? Ja. Also, gucken. Dann gibt's ja noch eine Reihe von Filmen von anderen Regisseuren. Wim Wenders, und da habe ich 3 Filme im Angebot erstmal. 4, Entschuldigung. Der erste ist Alice in den Städten. Da geht es darum, um einen Mann, der, also da gibt es so eine Frau, die kann nicht nach Deutschland, und dann vertraut sie ihm hier, Thomas Gottschalk, dieses kleine Mädchen mit nach Deutschland zu nehmen, zu ihrer Oma, glaube ich. Ja, und erst ist er widerstrebig, aber dann, nach einer Zeit, dann findet er es okay, mit der abzuhängen. Und ja, ist eine Art, ja, Vater-Sohn-Liebe am Ende. Ja. Und, oh, guck mal, die Aufmachung hier. Da gibt es nicht nur so eine DVD, sondern auch ein kleines Booklet. Dann kann man ein bisschen nachlesen. Hier, auch über Wim Wenders. Guck mal, der war damals schon alt. Wie geil das damals war in den Dreharbeiten. Also, das ist ein schöner Film. Ein Rotmovie ist das. Auch wenn geflogen wird, weil von Amerika nach Deutschland, da ja, gibt es keine Straße. Noch heute noch nicht. Und damals erst recht nicht. Dann gibt es da noch einen anderen Film von Wim Wenders, den ich habe. Im Lauf der Zeit. Das ist auch ein Rotmovie. Der gehört dazu irgendwie. Der ist aber ein bisschen länger als alles in den Städten. Nämlich 164 Minuten. 168, Entschuldigung. Der ist fast so lang wie Dark Knight Rises. Ja, und in dem Film geht es darum, der müsste eigentlich noch länger sein als Dark Knight Rises, weil
Also im Kino wäre dann ja fast 10 Minuten länger gegangen wegen dem PAL und End. Blablabla. Kennt ihr ja, ne? 24, 25 Frames pro Sekunde. Das, die Thematik. So, das ist auch ein schönes Roadmovie. Da geht es darum, dass der Linke hier, der repariert immer Kinos. Und dann irgendwann fliegt, macht sein Herbie, macht er einen Abgang, hat keinen Bock mehr zu reden, so. Und ja, dann nimmt er ihn auf eine Reise durch ganz Deutschland. Und da machen sie Bungee-Jumping so in die Luft rein, was ein künstlerischer Supergriff ist für diesen Film, so eine Art Spezialeffekt. Und dann gehen sie auch manchmal was essen und machen so einen kleinen Esswettbewerb, wie bei Eine Faust geht nach Westen, so mega, so, da wird gemampft ohne Ende. Das ist ja auch so eine Art Komödie, ne? Und ja, nach einer Zeit dann verlieben sie sich ineinander und haben so Homosex, ja. Wie bei Taxi zum Klo ist dann plötzlich so eine Hardcore-Szene, obwohl der Film ab 12 ist, so. Aber das geht ja schon, ist ja okay, so, ne? Meine, wir sind ja tolerant hier, ne? Und ja, ist trotzdem ein sehr schöner Film. Ein absolut wunderbares Meisterwerk des deutschen Films. Genauso wie Der amerikanische Freund, auch von Wim Wenders. In der Wim Wenders-Edition sogar erschienen. Mit Dennis Hopper, der schon tot ist, und Bruno Ganz, der sich als Hitler selbst gerichtet hat in dem Film Der Untergang, wer ihn noch nicht gesehen hat. Und ja, es ist hier so eine Art Fortsetzung von Easy Rider, steht ja auch hier, Easy Rider, noch vor Apocalypse Now, das war nämlich der dritte Teil der Trilogie. Und da geht es darum, bevor der Journalist da wird in Apocalypse Now, da geht er nochmal nach Hamburg, da spielt der Film nämlich, und trifft sich mit er hier, das ist so eine Art Nutte, und die wird immer von ihrem Freier vergewaltigt, das ist halt Bruno Ganz. Und er will ihn eigentlich abknallen, so wie in True Romance Clarence Worley den Gary Oldman abknallen wollte, aber dann entwickelt sich doch was anderes. Also dann bietet er ihm doch ein Geschäft an, so dass so eine Art Dreiecksbeziehung entwickelt sich da. Und ehe man sich versieht, bringt jeder jeden um und es wird dann alles so irgendwie so dramatisch, ne? Und Dennis Hopper, wollen sie irgendwann im Wasser versenken, so mit, wie bei Gangstern halt üblich. Weil dann kommt er hier zurück und zieht ihn mit dem Auto da raus. Ja, ach, ist ein schöner Film. Ist auch so ein Roadmovie wieder. Typisch für Wenders, ne? Da gibt es so ein Booklet wieder mal oder so. Und da kann man zum Beispiel mal, also, ja, rumblättern. Und schöne DVD auf jeden Fall, auch wieder mit geschnittenen Szenen. Und ist ein guter Film, basierend auf einem Roman von Patricia Highsmith. Das ist eine Art Haifisch, ja. Basiert darauf, also sie hat sich danach benannt, nach Haifisch. So ein Wortlaut. Wie im Duden manchmal so zu lesen ist, so Haifisch und dann so in Klammern. Ne? Der nächste Film von Wim Wenders ist Der Stand der Dinge. Und den fand ich nicht so gut. Ich weiß nicht, das ist so ein Film. Das ist nicht so ein Roadmovie wie die anderen. Das ist einfach so ein Film. So, da geht es darum, die drehen ein Roger Corman Remake von irgendeinem Film. Und ja, dann geht das Geld aus. Und dann bleibt der Film stehen, weil die können nicht weiter drehen. Und ja, dann haut er irgendwann ab, um Geld zu besorgen. Und am Ende werden sie alle abgeknallt. So. Ja, und viel mehr passiert dann. Finde ich, die reden einfach dazwischen die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, ob das so schön ist, aber. Also, ich konnte mit dem nicht so viel anfangen. Ich werde jetzt bewusst nicht die Rückseite zeigen, weil da ist so ein Cameo in dem Film, das will ich nicht versauen, indem ich das zeige. Aber, ja, wer den guckt, also. Aber wie gesagt, ist einer der schwächeren Wim Wenders Filme, finde ich. Obwohl es ums Kino geht, aber kann auch langweilig sein, wenn es manchmal nicht so gut wie anderen. Ja, das war's mit dem Wim Wenders Film. Auch der kann man enttäuschen, ne? Wie die Nazi-Zeit an sich auch, wie das Braun hier beweist. Aber das nächste, was ich hier zeigen werde, sind Top-Filme von einem Top-Regisseur. Hans W. Geißendörfer. Hier sein einer Film, Jonathan. Das ist auch ein Vampirfilm. Mit Klaus Kinski wieder in der Rolle eines großen Vampirs. Und das ist ein sehr brutales und sehr atmosphärisches Meisterwerk. Das war sein Erstling. Und guck mal, da hat er sogar einen Preis bekommen. Ein Filmmann in Gold für beste Nachwuchsregie. Hat er sich verdient gehabt, finde ich. Und ja, obwohl in einer Szene wird eine Ratte richtig zertrampelt, so wie bei Cannibal Holocaust, so. Also halt in echt. Ja,
Ah, der Film an sich ist richtig gut. Also, guck mal, der ist auch blutig. Es sind extra so richtig viele blutige Szenen gemacht. Und der Film hat eine Atmo, die ist einfach unbeschreiblich geil. Jonathan. Top-Film. Ah, von Hans-Werk Geisendörfer gibt es noch ein anderes Ding. Den habe ich da allerdings noch nicht gesehen. Der Zauberberg. Also, was ich davon höre, ist auf jeden Fall, es ist so eine Art Märchen. Geht so 2,5 Stunden lang, aber es ist ein Märchen. Es geht darum, dass dieser junge Mann, der zieht aus seinem Dorf aus und will einen Schatz suchen. Einen zauberhaften goldenen Schatz. Und um das zu erreichen, holt er sich eine Unterstützung von außergewöhnlichen Gentlemen, wie zum Beispiel hier Gerd Dufner, der Dicke aus, Charlies Onkel oder wie er heißt, und ein paar andere Leute, die so was drauf haben, wie er hier, Kevin Klein. Das ist der hier aus Braut des Prinzen, ne? Und dann hauen sie richtig auf, gehen in den Wald und am Ende treffen sie diesen Zauberberg. Und dann geht's ab, weil sie ist hier so eigentlich Mutter Erde, verkörpert das und dann wird's richtig magisch. Also ein schöner Film, glaube ich. Also, storymäßig halt, die haben die noch nicht gesehen, aber es stimmt ja sicherlich. Die erzählen ja keinen Scheiß. Ja, und von Hans-Werk Geisendörfer gibt es noch einen Film, den habe ich hier allerdings noch nicht gesehen, aber den habe ich gesehen, der ist Ediths Tagebuch und den kann ich auch sehr empfehlen. Schöner Film über Fantasie und über räudiges Deutschland wieder mal. Und ist gut inszeniert, sehr gut inszeniert, sehr gut gespielt. Ja, auch von Patricia Highsmith. Ja, kommen wir aber noch zu, bevor wir fertig sind mit unserem Spezial, gibt es noch 2 Filme, die ich euch nahelegen werde, die so ein kleines negatives Licht zeichnen auf den deutschen Kunstfilm. Naja, ein bisschen zumindest. Also hier, warum läuft Herr Amok? Da fragt man sich, also da geht es darum, warum läuft der Amok? Und im Film, da wird das nicht, worum geht's da eigentlich? Also der, die zeigen sie einfach nur, wie er lebt und irgendwann bringt er alle um. Also ein bisschen dramatische Zuspitzung ist mittendrin, aber, naja, also ist jetzt auch nicht so, irgendwie so durchdacht kam das einem nicht drüber. Ah, für viele ist das halt ein Klassiker, ne? Aber dann gucken wir lieber Rampage nochmal an. Aber auf dieser DVD ist noch ein Doku drauf über Rainer Werner Fassbinder, den ich eigentlich nicht so sehr mag. Aber da gibt es einen Ausschnitt aus einer Doku. Noch in der Doku gibt es noch einen Ausschnitt von der Doku über Kurt Raab, wie er AIDS hat. Und man erkennt das erst gar nicht. Man denkt so, ey, das ist von 2000 irgendwas oder wie. Aber da war er erst 47 und sah aus wie ein alter Mann. Gezeichnet vom AIDS. Sowas Schlimmes hat man noch nie in seinem Leben gesehen. Also, naja, außer man hat schon mal einen AIDS-Kranken gesehen, so einer, der in Endstadion ist. Und der redet dann darüber, wie er noch mit Fassbinder gedreht hat. Der ist richtig aufwühlend, ist das. Also dafür kann man sich die DVD schon mal auf jeden Fall kaufen. Aber ich würde mich auch freuen, wenn sie die echte Doku, nicht nur den Ausschnitt da, veröffentlichen würden. Dann habe ich zum Schluss noch einen Film, den ich auch nicht so gut fand, weil ich wusste nicht, worum ging's. Also, die linkshändige Frau. Ja, sieht gut aus, ne? Weil Edith Kleber, dann Bruno Ganz wieder mal und Gérard Depardieu. Tja, Gérard Depardieu spielt nur in einer Minute mit, zieht einen Pullover aus und also der sagt nichts und haut dann wieder ab. Ist dann nie wieder drin. Und in diesem Film geht es darum, dass sie sozusagen, also die eines Tages trennt sie sich einfach von Bruno Ganz und versucht dann mit ihrem Kind allein zu leben. Und ich glaube, zwischendurch trifft sie sich mit anderen Männern und spielt halt in Paris. So, und also man kann es nicht direkt zuordnen, was da, also ich weiß, ich wusste auch nicht, was am Ende da passiert. Also ob das eine Selbstfindungsreise irgendwie ist, also so ein bisschen davon ist drin, aber ansonsten ist ein sehr schemenhaft. Also ich weiß nicht. Die Aussage kam für mich nicht so rüber. So subtil. Ich hasse solche Kunstfilme, die überhaupt nichts so die einfach nur laissez-faire machen, so. Als wenn einfach nur so, ah ja, gucken wir den mal beim Leben zu. Manchmal kann das gut sein. Wenn es dann zumindest irgendeinen narrativen Rahmen gibt oder wenn es unterhaltsam ist. Aber hier sind ja nicht mal so
die Leute, die reden ja nicht mehr miteinander. Ne? Also, und schöne Musik gibt es auch nicht. Und Kamerafahrten sind auch kaum da. Das ist alles so statisch. Das ist wie so ein Theaterstück, nur Spiel im Freien. Und ist mega depressiv, glaube ich, auch so ein bisschen. Aber es ist eher so, ja. Ja, vielleicht hat der Film da seine Aussage so. Ohne Mann ist das Leben, ja, leer. Für die Frau, oder? Keine Ahnung. Oder, das muss mir mal jemand erklären, also. Komisch, ja. Ich mag den Film nicht so sehr, aber ich kann sehr viel darüber reden, wenn ich will. Ja, aber das war's jetzt mal zum deutschen Film. Vielleicht kommt irgendwann nochmal ein Spezial. Wenn wir wieder mal für ein paar neue Werner Herzog-Streifen sehen oder ein paar. Oder noch mehr mit Klaus Kinski. Ja, wir haben auch mal wieder Bock, wenn der mal neue Filme macht. Und vielleicht ein paar Wim Wenders-Streifen, ja. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und hoffe, ihr habt ein paar schöne deutsche Filme für euch selbst entdeckt, die nichts mit Nazi-Tun zu tun haben. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!